Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein Horoskop für die kommende Woche an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden wieder regelmäßige Horoskope hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Ab Samstag, den 17. Juni, ist es Zeit, den Mund zu schließen und nachzudenken, bevor du etwas ausplauderst. Warum? Nun, der disziplinierte Saturn beginnt seinen jährlichen Rückwärtsgang, und dieses Jahr ist etwas ganz Besonderes. Es ist das erste Mal seit Mitte der 90er Jahre, dass Saturn, der Planet der Struktur, durch die Fische und dein zwölftes Haus der Selbstbeobachtung und Heilung rückläufig ist. Diese Rückwärtsbewegung wird bis zum 4. November andauern. Während dieser rückläufigen Phase ist es wichtig, dass du dir bewusst machst, welche Leichen in deinem Keller schlummern und welche unterdrückten Emotionen verarbeitet werden wollen. Scheue dich nicht davor, mit anderen auf einer tiefen Seelenebene in Kontakt zu treten. Es kann schwierig sein, diese dunklen Gefühle oder Überzeugungen allein anzugehen, aber je länger du die Auseinandersetzung mit ihnen aufschiebst, desto schwer fassbarer und sabotierender werden sie. Es ist an der Zeit, aktiv zu werden und eine Therapie oder eine Rückführung in die Vergangenheit zu buchen, sich für ein Coaching anzumelden oder mit einem Heiler zu arbeiten, der dir dabei helfen kann, diese verborgenen Dinge an die Oberfläche zu bringen. Auf diese Weise kannst du deine Beziehung zu ihnen wirklich verändern. Da Saturn jetzt rückläufig ist, ist es möglich, dass ein hilfreicher Heiler oder Mentor, mit dem du in der Vergangenheit zusammengearbeitet hast, wieder auftaucht, um dich auf dieser transformativen Reise zu unterstützen. Saturn, der Grenzsetzer des Tierkreises, wird dich dazu ermutigen, Grenzen zu setzen und sie mit mehr Beharrlichkeit und Ausdauer einzuhalten. Sei jedoch vorsichtig mit der Versuchung, dich emotional zurückzuziehen oder kurzlebige Hochs zu suchen, die dich nur ablenken und davon abhalten, dauerhafte Zufriedenheit zu erreichen. Lenke deine Energie stattdessen in ein gemeinsames Projekt, das einen positiven Einfluss auf deinen Teil der Welt haben kann. Während Saturn rückläufig ist, solltest du dich vor Überanstrengung hüten, denn das kann dich auslaugen. Achte auf ein gesundes Gleichgewicht zwischen dem, was du anderen gibst, und dem, was du für dich behältst. Denke daran, deine eigenen Batterien aufzuladen, damit du die Energie hast, um zu geben, wenn der Moment gekommen ist. Widder, mach es dir nicht zu gemütlich in deinem privaten Versteck. Dein soziales Leben wird an diesem Wochenende mit dem einzigen Zwillingsneumond des Jahres einen kräftigen Energieschub erhalten. Dieses Mondereignis wird dein drittes Haus der Kommunikation und der zwischenmenschlichen Aktivitäten elektrisieren, vor allem in der Nähe deines Zuhauses. Am späten Sonntag, dem 18. Juni, oder an manchen Orten am späten Abend des 17. Juni, wird dieser Neumond einen bedeutenden Neustart für alle kreativen Initiativen und ausdrucksstarken Unternehmungen bedeuten. Es ist der ideale Zeitpunkt, um ein neues Projekt vorzustellen und deine gut vernetzten Freunde zu bitten, es in ihren Netzwerken zu verbreiten. Du kannst auch Influencer ansprechen, die mit deiner Arbeit übereinstimmen. Lass dir bei deinen Hashtags etwas einfallen und lass deinen Ideen freien Lauf. Neumonde sind gleichbedeutend mit Neuanfängen, und dieser wortgewandte Zwilling könnte in den nächsten zwei Wochen einen Zustrom von Einladungen sowohl von engen Freunden als auch von neuen Bekannten hervorbringen. Wenn du dich schon lange nach einer anregenden Gruppe sehnst oder nach Orten, die deine Kreativität anregen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um einen mutigen Glaubenssprung zu wagen und diese Gelegenheiten zu ergreifen. Anstatt dich von Ängsten leiten zu lassen, konzentriere dich darauf, wie sich dein Leben anfühlen wird, sobald diese Verbindungen fest etabliert sind. Nun ziehen wir noch zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung ein. Die drei der Kelche verkörpert die Kraft des Feierns, der Freundschaft und der harmonischen Energie, die entsteht, wenn gleichgesinnte Seelen zusammenkommen.
Das Bild zeigt drei Personen, die oft als Freunde dargestellt werden, die ihre Becher zum Trinkspruch erheben, um gemeinsames Glück und Kameradschaft zu symbolisieren. Wenn die drei der Kelche in einer Lektüre auftaucht, steht sie für eine Zeit freudiger Verbindungen, Feiern und die Einladung, die harmonische Energie der Freundschaft zu nutzen. Heute ist ein Tag, an dem du mit deinen Lieben zusammenkommst, bleibende Erinnerungen schaffst und die Fülle der Segnungen des Lebens feierst. Die drei der Kelche lädt dich dazu ein, die Kraft freudiger Verbindungen und gemeinsamer Erfahrungen zu nutzen. Sie erinnert dich daran, dass du durch Lachen, Kameradschaft und aufbauende Interaktionen ein Gefühl der Zugehörigkeit, Unterstützung und des gemeinsamen Glücks schaffen kannst. Die Energie der drei der Kelche leitet dich heute dazu an, Freude und Harmonie in deinen Beziehungen zu suchen. Mach dir den Geist der Zusammenarbeit zu eigen, schätze die einzigartigen Qualitäten deiner Freunde und Liebsten und fördere ein Gefühl der Einheit und Unterstützung. Gemeinsam könnt ihr einen lebendigen Teppich aus gemeinsamen Erfahrungen und bleibenden Erinnerungen schaffen. Denke daran, dass die drei der Kelche für eine Zeit des Feierns, der Freundschaft und der harmonischen Energie freudiger Verbindungen steht. Mach dir diese aufbauende Energie zu eigen, denn du weißt, dass du tiefes Glück, Liebe und ein Gefühl der Zugehörigkeit erfahren kannst, wenn du dich mit deinen Lieben versammelst, die Freuden des Lebens feierst und bedeutungsvolle Freundschaften pflegst. Die Gerechtigkeit verkörpert die Prinzipien von Fairness, Integrität und dem universellen Gesetz von Ursache und Wirkung. Ihr Bild stellt die Waage dar und symbolisiert das Streben nach Wahrheit, moralische Entscheidungen und die Konsequenzen unseres Handelns. Wenn die Gerechtigkeit in einer Deutung auftaucht, bedeutet das, dass wir nach der Wahrheit suchen, faire Entscheidungen treffen und ernten, was wir gesät haben. Heute ist ein Tag, an dem du dir das Konzept der Gerechtigkeit in seinen verschiedenen Formen zu eigen machen und dein Handeln mit deinen Werten in Einklang bringen solltest. Die Gerechtigkeit erinnert dich daran, die Konsequenzen deiner Entscheidungen und Handlungen zu bedenken. Sie fordert dich auf, die Wahrheit zu suchen, nicht nur in der äußeren Welt, sondern auch in dir selbst. Richte deine Entscheidungen auf Fairness, Ehrlichkeit und das Allgemeinwohl aus. Heute leiten dich die Energien der Gerechtigkeit dazu an, ein Gleichgewicht in deinem Leben zu finden. Strebe nach Ausgewogenheit in deinen Beziehungen, bei deiner Arbeit und in deiner eigenen inneren Harmonie. Lass alle Voreingenommenheiten und Vorurteile hinter dir und gehe objektiv und unvoreingenommen an Situationen heran. Denke daran, dass die Gerechtigkeit für eine Zeit steht, in der du nach Gleichgewicht und Fairness suchst. Mach dir die Prinzipien der Gerechtigkeit in allen Bereichen deines Lebens zu eigen und behandle andere mit Respekt und Einfühlungsvermögen. Indem du dich nach dem universellen Gesetz von Ursache und Wirkung richtest, kannst du Harmonie und positive Veränderungen schaffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Bis bald!